Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Let's Play Batman Arkham City. Ja, ich habe eben festgestellt bei der letzten Aufnahme, dass ich sehr, sehr leise bin und dass das Spiel lauter ist als ich. Deswegen versuche ich jetzt mal ein bisschen lauter zu reden. Und das gibt es ja auch mal die Typen auszutricksen. Zeit zu sterben! Ich hab ihn! Er ist hier! Woher wissen wir? Ruhe bewahren! Wir müssen uns zusammenreißen und ihn finden! Wenn wir ihn verlieren, sind wir tot! Kapiert? Ich hoffe sehr, dass ihr mich nicht enttäuscht. Aber bei Sachen bin ich nicht nachher. Das sterbe ich, was alle Wunder auf mich aufregen wird. Und ganz ehrlich, das kann feiern, und jemand muss doch wissen, wo er ist. So. Was ist hier los? Ich dachte, wir hätten hier das Sagen. Ja, die sehen aus wie so Droiden aus Star Wars, ey. In dieser Ansicht, also in diesem Filter, sagen wir es mal so. Ach, wie soll ich die denn ausschalten, wenn jeder in eine andere Richtung läuft? Das ist ja scheiße. Verstecken Sie sich. Los! Entweicht mich nicht, ja. Solltet ihr es doch tun! Muss ich euch aufhalten? Versteck dich, los, komm. Oh, leichte Beute, leichte Beute. Hä? Oh Gott, Leute! Bewegt eure Ärsche her! Sofort! Oh mein Gott, eine Leiche! Komm, wach auf! Verdammt, der ist bewusstlos! Was ist denn jetzt drin? Da stehen sie da, plotzen die Leute an, ey. Ach, halt's Maul, wir müssen weitersuchen, sonst sind wir tot! Zeig dich, Feigling! Ihr habt sehr viel Glück, dass ihr nicht dumm seid. Dann wärt ihr dumm, wärt ihr schon gleich dumm gewesen. Hätte ich euch gleich eliminiert, ey. Der macht sich jetzt nach unten. Ich hoffe sehr, dass ihr mich nicht enttäuscht. Den Wohlschmerz, oder den Wohlschmerz. Oh. Boom! Einmal weniger! Sah aus wie eine Zeitlupe von dem Kerl davor! Ihr habt etwas gehört? Ist ja nur noch einer. Von mir! Verschwinde! Hier drüben! Ich hab ihn! Was bist du? Boah! Ey, Schock meines Lebens, Leute. Motivierende Rede schwingen? Okay. Ich glaube, dass ihr da unten alle verrecken werdet. Meine Stimme wird das Letzte sein, was ihr hört, bevor ihr ins Licht geht. Und ich bin sehr, sehr, sehr enttäuscht von euch. Oh, ich glaube, ich habe gehört, wie sich jemand am Boden den Schädel aufgeschlagen hat. Das hätten wir schon mal erfolgreich absolviert. Ja, das ist ja fabelhaft. Ich liege hier auf meinem Sterbebett und ihr Vollidioten könnt nicht mal jemanden aufhalten, der sich als Fledermaus verkleidet. Ich habe wenn die Waffe gebraucht. Reden, jetzt muss ich wohl oder übel. Gut, festhalten. Entschuldige, Berg. Ui, ja. So kann man es auch machen.
Vielen Dank. Was tun Sie hier in Arkham City? Ich bin in Arkham City? Was zum Teufel mache ich hier? Ich wurde vor dem Krankenhaus, in dem ich arbeite, entführt. Ich wurde betäubt und bin anschließend oben in einem Gebäude aufgewacht. Die Person, die hier das Sagen hat, lässt Ärzte holen, um den Joker zu heilen. Sie hatten offenbar Pech. Er stirbt, nicht wahr? Sieht ganz so aus. Ist es schlimm, darüber nicht traurig zu sein? Was jetzt? Sie müssen hierbleiben. Verstecken Sie sich, dann wird alles gut. Ich komme wieder. Ich komme Oracle, wieder. Ich bin's. Joker stiehlt seine Waffen nicht von Strange, sondern er wird von ihm mit Waffen beliefert. Bist du sicher? Natürlich ja bist du Strange. Das. Wieso sollte er das tun? Vielleicht versucht er denjenigen, der die Straßen kontrolliert, zu manipulieren. Ich finde es heraus. Okay, aber solltest du vorher nicht Rath suchen? Das mache ich jetzt. Keine Sorge, Barbara. Diese Welt ist verdammt. Städte wie Gotham werden wachsen und der Hölle gleich, die sich ihren Weg über die Bürgersteige nach oben bahnt. Gebäude werden wachsen, bis sie die Sonne verdecken und die Menschen werden am eigenen Schmutz zugrunde gehen. Eines Tages wird diese Welt sterben. Sie wird nach Luft ringen, während die Fehler der Menschen ihr Schicksal besiegeln. Aber das muss nicht deine Zukunft sein, Gotham. Aha. Es gibt einen besseren Weg. Das ist sehr komisch hier. Hinter der Mauer liegt die Hoffnung auf ein Überleben. Sie sind über uns. Eine erstaunliche Entdeckung ermöglicht. Eine Entdeckung, Alter, wie krank ist das denn bitte? Würde, sich wie Lazarus zu erheben und zum Sinnbild der Hoffnung zu werden. Neugierig geworden, tretet näher. Seht die Zukunft von Gotham City. Lol, wo kommt? Lol. Das Herz des Zukunfts. Das sind doch diese Assassinen. Lol, wir können. Alter, wo kommen die denn auf einmal her? So, jetzt brauchen wir mal wieder unser Explosivgel. Diese Welt ist verdammt. Aha. Städte wie Gotham werden wachsen und der Hölle gleichen, die sich ihren Weg über die Bürgersteige. Ein Rätsel nach dem anderen. Gebäude werden wachsen, bis sie die Sonne verdecken und die Menschen werden am eigenen Schmutz zugrunde gehen. Eines Tages wird diese Welt sterben. Sie wird nach Luft bringen, während die Fehler der Menschen ihr Schicksal besiegen. Aber das muss nicht deine Zukunft sein. Oh. Es gibt einen besseren Weg. Hinter der Mauer liegt die Hoffnung auf ein Überleben der Menschen. Aha. Auf eine Zukunft. Oh, ne, ich habe eine Erinnerungsschaft freigeschaltet. Fundbüro. Das ist doch mal geil. Das Signal des Senders geht hinter dieser Tür weiter. Aber die sieht aus, als wäre sie seit Jahrhunderten versiegelt. Die Assassins müssen einen anderen Weg benutzen, um durchzukommen. Das müssen die berühmten mechanischen Wächter von Wonder City sein. Offenbar verfügten sie über ein recht fortschrittliches Innenleben. Es gibt eine Art Speicherband, erinnert fast schon an primitives Video. Vielleicht kann ich es scannen und analysieren. So, dann scannen wir mal diesen mechanischen Wächter. Verdammt, die Daten sind unvollständig. So fortschrittliche Technologie hat damals eigentlich noch gar nicht existiert. Es scheint, als seien die Daten in einem geteilten Speicherbereich abgelegt worden. Vielleicht bekomme ich die Informationen von den anderen Wächtern hier unten.
Ja, jetzt stellt sich aber noch die Frage, wie wir dieses schöne, wunderschöne, große Tor aufkriegen. Würde mich mal brennend interessieren. Wahrscheinlich gar nicht. Ah, wie geht denn dieses Drecktor da jetzt mal auf? Kann man nicht vorstellen, dass das mit dem... diesem Gel aufgeben soll. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Wäre ja auch nur Lachnummer, wenn das für so ein Gel aufgehen würde. Aber vielleicht geht es ja anders da auf. Aha, was haben wir denn da Schönes? Schade, aber hier geht's ja auch noch weiter. Da gibt's so viel Verstecke, das ist ja schon heftig. Und schon wieder eine Riddler-Trophäe. Obwohl wir es eigentlich gar nicht wollten. Ja, wir laufen jetzt auch wieder in die falsche Richtung. Das bedauere ich natürlich wieder. Ich wollte eigentlich nach einer Lösung suchen, wie wir da dieses Tor aufbekommen, aber... ja, wenn es sich schon anbietet, geschweige denn, wenn es schon auf dem Weg liegt, diese Whitler-Trophäe, dann... warum nicht? Aber hier oben geht es ja auch noch lang, sehe ich gerade. Das ist auch wieder eine Whitler-Trophäe. Gibt's ja auch noch irgendwo weiter? Nee, sieht schlecht aus. Alter, was gibt's denn hier für ein Kreml? Ah, das ist ja... wie komme ich jetzt durch dieses durchgepeitschte Tor da? Das beschäftigt mich jetzt gerade. Temple of Wonder City. Unterbrecher. Okay. Schaut mal, ah ja, ich glaube, ich weiß, was auf uns zukommt. Ah ja, jetzt habe ich auch den Sinn verstanden. Wir müssen erstmal hier die ganzen Teile da durchscannen. Wow! Alter! Bin ich eben zusammengezuckt. Diese Tussis sind keine Gegner für mich. Der Download wird fortgesetzt. 66%. Sind ja aber noch mehrere. Wir müssten doch eigentlich noch mehrere Roboter sein zum Scannen, weil uns fehlt ja quasi noch ein bisschen. Uns fehlen ja noch 34%. Denke ich mal. Was ist denn hier unten eigentlich? Wie geht's jetzt hier weiter, Mann?
Aha, jawohl. Das war mir... Oha. Irgendwie war mir das klar, dass er bei 77% wieder stehen bleibt. Diese Tussis da sind keine Gegner für mich. So, next one. Ja, wer sucht, der findet, ist ja immer so ein Sprichwort, ne? Was ist denn das eigentlich? Hier gibt's auch nichts zu scannen. Ja. Ach komm, mir fehlen noch ein paar Roboter. Die würde ich gern noch finden. Bevor die Welt untergeht. Nee. Bevor es dunkel ist. So. Ah, was ist denn da hinten noch? Was ist denn hier? Ah, hier waren wir ja auch schon. Aber war hier nicht noch irgendwie ein Roboter oder irgend sowas? Das ist gerade die Frage, die mich jetzt gerade beschäftigt. Ich meine, hier werden wir auch schon lang gepieselt. Ja, den haben wir auch schon bereits gescannt. Ja, da waren wir schon. Aber da unten waren wir, glaube ich, noch nicht. Kann das sein? Batman, bitte geh jetzt nach unten. Geh nach unten. Ich hasse es, wenn sich die Steuerung weigert. Schlimmste, was passieren kann. Darf nicht für eine Zeit. Ach egal. So. Hier geht's auch nirgendwo weiter. Gehen wir wieder nach oben. Ah, das ist so unheimlich hier, ey. Hui. Sind aber überall wie so Kletten, Alter. Das ist ja richtig. Ah. So hinter ihm. Pussis, ey. Boah. Die wollen mich auch rasieren. Aber nicht mit Schatten, sondern mit einem Samurai-Schwert. Das ist schon nervig. Ja, aber schon bei 88%. Oh! Schon früher sogar. Um 3% verschätzt. Das ist ja mal eine Schande. Ah. Da haben wir das hier die ganze Zeit übersehen. Geht's ja auch irgendwo lang. Hier ist nichts. Rein gar nichts. Wir sind aber noch nicht fertig, da fehlen jetzt noch ein paar Prozent. Oh, was waren das jetzt eben, die Aktion? Ich hätte gerne noch die paar Prozent. Und dann ist auch wieder gut. Bestimmt da oben oder so. Nee, auch nicht. Ah, nicht. Geh runsch. Oh, ich hab keine Ahnung, ey. Ah, wenn ich wenigstens mal wüsste, wo die sind.
Was ist hier? Auch nichts. Ein Teddybär auf dem Stuhl. Cool. So. Ohne Scheiß. Wo sind die Sorbo da? Maestros. Maestros. Lol, wo geht's denn hier lang? Boah. Alles eingestaubt. Dreckig. Und hier ist eine Treppe. Das sehe ich ja jetzt erst. Bringt uns aber auch nicht viel, weil es nicht weitergeht. Spring doch einfach, was machst du denn da wieder für Saltos? Meine Güte, ey, das ist ja sehr schon. Sehr schon traurig. Ey. Mein Gott, wo ist denn das jetzt? Das ist vielleicht noch. Sind vielleicht noch zwei oder drei Roboter. Wenn ich wüsste, wo die sind, dann würde ich mich ja freuen. Ich will den Part nicht beenden, bevor ich diese Roboter da gefunden habe, aber ich glaube, wir haben sie wieder Überlänge. So wie ich meinen Club kenne. Und ich laufe hier wieder permanent im Kreis. Aber ich war doch hier schon überall, hier kann doch. Ist kein Roboter mehr. Es gibt einen besseren Weg. Kann man da oben auch irgendwie? Liegt die Hoffnung auf ein Überleben? Nee, leider nicht. Habe ich denn hier schon was gehabt? Ja, habe ich auch schon, okay. Gibt's auch nicht und so weiter. Da oben war ich auch schon. Da war ich schon. Überall war ich schon. Wo soll ich jetzt noch lang? Lol. Was ist das? Mysteriös und komplex. Sehr, sehr mysteriös. Oh, diese Kletterei vom Batman, die macht mich wahnsinnig. Wahnsinnig. Also ich glaube, bald muss ich noch wirklich den Part beenden. Wenn ich das jetzt nicht finde. Da ist ja noch irgendwas. Haben wir auch schon, okay. Wieder noch einen voll. Ach man, dieses Spiel will mir wieder einen Streich spielen und ich check's einfach wieder nicht. Weil ich wieder deppert im Hirn bin. Jetzt würde ich auch eine Schraube sogar ein 100 heißen. Ich bin gerade am Überlegen. Ich hatte noch eine Vermutung, aber irgendwie geht es ja nicht. Kann man hier noch hoch oder so? Ja, runter geht's natürlich immer, aber hoch nie.
Die kann jetzt noch irgendwie weiter oder so. Das gibt's doch nicht. Da lässt mich verarschen, Mann. Ja. Kann man hier nicht irgendwie klettern? Hier muss man, hier kann man sich doch irgendwie festhalten oder so. Geht's ja nicht auch irgendwie weiter? Ach, jetzt hilft mir doch nichts. Ach Leute, ich hab keine Ahnung mehr. Ich bin gleich am Aufgeben hier. Oh. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Kommen Sie näher, kommen Sie rein. Ich bin hier wieder so rum, hab keinen Plan. Ich bimmel hier wieder rum. War ich hier eigentlich schon? Da ist ein weiterer Trophäe. Hier geht's auch nirgendwo weiter. Jetzt haben wir ein weiterer Trophäe ohne Ende, aber. Kein Ergebnis in der Mission. Ist ja auch natürlich wieder prickelnd. Boah, Leute, ich hab keinen Plan, gell? Irgendwie kann ich das jetzt hier nicht finden. Das ist ja. Ich weiß nicht, wo ich diese Roboter noch verbergen sollten, aber Leute, ich kann sie irgendwie nicht finden und ich werde sie jetzt auch wahrscheinlich in dem Part nicht mehr finden. Von daher werde ich jetzt auch den Part beenden. Sage ich einfach, sehen wir uns dann beim nächsten Part. Auf Wiedersehen.